wunderbaren guten Abend. Liebe Frau Höhn, lieber Herr Jahn, sehr geehrte, liebe Leibniz-Kollegen, Herr Moosbrugger, Herr Kechele, Herr Lotze-Kampe und Herr Tockner, verehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, zuvorderst, lieber Herr Riesenhuber, wahrscheinlich sind Sie der Amtsälteste, ich sage ausdrücklich Amtsälteste unter Ihnen, verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, schön, dass Sie hier sind, schön, dass wir gemeinsam hier sind. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Parlamentarischen Abend der Leibniz-Gemeinschaft, den wir der Natur, der Kultivierung von Natur, der Kultivierung einer Kulturlandschaft. Wir hatten gerade Frau Höhn und ich hatten gerade eine schöne Auseinandersetzung über die Frage der Natur und Kulturlandschaft, aber insgesamt der Biodiversität widmen. Wir fragen gemeinsam im Gespräch mit Ihnen nach der Bedeutung von Biodiversität, nach ihrem Erhalt und natürlich nach ihrer Gefährdung. Dazu können wir umfassend und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie das bei Leibniz üblich und möglich ist, Forscher, Forscherinnen auf dem Podium Auskunft geben. Das Forscherinnen kommentiere ich gleich nochmal. Denn schließlich, meine Damen und Herren, bündelt die Leibniz-Gemeinschaft ihr Wissen und ihr Können in diesem Feld seit 2010 in einem Leibniz-Forschungsverbund. Und sein Sprecher, der Sprecher dieses Forschungsverbundes Biodiversität, Herr Tockner, ist heute natürlich auch bei uns. Seien Sie also alle herzlich willkommen. Die Arbeit eben dieses Leibniz-Forschungsverbundes Biodiversität zeigt Ihnen auch eine kleine Ausstellung von Projekten hier im Atrium, die diese Podiumsdiskussion flankiert und ergänzt. Bitte benutzen Sie den anschließenden Empfang, ja, den wird es geben, auch für einen informativen Rundgang, auf dem Sie zusätzlich einen eindringlichen Eindruck der Breite und auch der Dringlichkeit dieses Forschungsfeldes oder dieser Forschungsfelder bekommen. Changing Landscapes, Bioresource Insect oder die Ökologie von Wildschweinen, deren Etablierung in urbanen Lebensräumen zumindest in Berlin eher Aufruhr ausgelöst hat. Zu Recht, dies sind nur einige Titel von Forschungsprojekten, die Arten- und Naturvielfalt in Zusammenhang mit Mensch und Industrie betrachten. Fehlen, meine Damen und Herren, da folglich in einer solch erlauchten Runde keinesfalls eine gewichtige Stimme aus dem industriellen Umfeld. Und daher freuen wir uns, und ich freue mich ganz persönlich, lieber Herr Jahn, dass Sie dieser Stimme als ehemaliger Leiter der Biotechnologieforschung bei der BASF-Gruppe und ehemaliger Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker heute Abend Ausdruck verleihen. Und ich komme zurück auf den Gender-Aspekt, meine Damen und Herren. Sollte Ihnen beim Blick in diese männlich dominierte Rolle ein Mangel auffallen, so darf ich Sie trotz eigenem großen Bedauern darüber vollends beruhigen. Die eingeladenen Expertinnen hatten schlichtweg keine Zeit. Es gibt sie und es gibt sie in der Leibniz-Gemeinschaft. Wenn Sie dafür in unserer gemeinsamen Sache für Biodiversität und ihren Erhalt nämlich unterwegs sind, die Expertinnen, dann werden wir Ihnen Ihre Abwesenheit für heute nochmal verzeihen können. Meine Damen und Herren, es ist mein erster parlamentarischer Abend als Präsident der Leibniz-Gemeinschaft und das an meinem 100. Tag im Amt in dieser Leibniz-Gemeinschaft, der heute Abend zu Ende geht, den ich also gleichsam mit Ihnen feiern darf. Ab morgen wird es also richtig ernst? Nein, ernst meinen wir es immer, wenn es um die Vermittlung von nützlichen Erkenntnissen unserer Leibniz-Forschung geht, die an vielen Stellen Wege weisen und Entscheidungen begleiten können. Ich freue mich also auf einen ernsthaften, informativen und lehrreichen Austausch und ich vermute auch ganz unterhaltsamen und vielleicht auch etwas vergnüglichen Abend und darf das Wort an Sie, lieber Herr Moosbrugger, weitergeben, der Sie als Kundiger unter kundigen Fragen so zu stellen und zu strukturieren
vermögen, dass ihre Relevanz sich zielsicher in den Antworten widerspiegelt. Also auf geht es, lieber Herr Moosbrugger, wenn Sie vielleicht auch das Grußwort von Frau Höhn dann anmoderieren würden. Dankeschön. Ja, lieber Herr Kleiner, lieber Herr Präsident, Frau Höhn, verehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, liebe Leibniz-Freunde, es ist schon immer was Besonderes, einen parlamentarischen Abend hier in Berlin ausrichten zu dürfen. Und ich freue mich natürlich auch, dass das Thema Biodiversität doch auch regen Zuspruch findet. Biodiversität ist vielleicht nicht so ein Blockbuster wie das Thema Klima oder Finanzen oder IT-Sicherheit. Ich freue mich sehr, dass Sie alle das Interesse daran doch haben und zu uns gekommen sind. Ich denke, es wird ein spannender Abend. Ich sage auch nachher noch mal etwas dazu, wie wir hoffen, dass es auch ein bisschen vergnüglich wird. Bevor wir nun ernsthaft in die Diskussion einsteigen, ernsthaft und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vergnüglich, wie Herr Kleiner sagte, würde ich gerne Frau Höhn bitten, noch ihr Grußwort an uns zu richten. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Deutschen Bundestag. Wir freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben und uns begrüßen wollen. Ja, sehr geehrter Herr Professor Kleiner und sehr geehrter Herr Professor Moosbrugger, und ich möchte mich einfach der ausführlichen Begrüßung von Professor Kleiner anschließen. Also, meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier als Ausschussvorsitzende ein Grußwort sagen kann. Aber ich möchte am Anfang auch, Herr Kleiner hat das eben ja selber gesagt, er ist jetzt 100 Tage im Amt, da kann man gerade auch noch gratulieren, denn ab morgen fängt der Ernst des Lebens an. Und von daher wünsche ich Ihnen alles Gute als neuer Präsident, viel Erfolg. Und ich glaube, dass Sie auch gute Wünsche gebrauchen können von allen hier. Die wollen wir auch übermitteln, auch von meinem Ausschuss. Also viel Erfolg in dieser Funktion für Sie. Ja, ich möchte natürlich auch als Ausschussvorsitzende die Grüße meiner Kolleginnen und Kollegen hier Ihnen mitteilen. Und ich habe sogar einen von den Kollegen auch hier schon eben gesehen. Also Sie sehen, es gibt auch von unserem Ausschuss her auch großes Interesse an Ihren Themen. Und ich habe so ein bisschen gedacht, als ich die Einladung bekommen habe, ja, es ist natürlich auch ein spannender Termin für mich. Vielleicht weiß der eine oder andere, ich bin selber Mathematikerin. Insofern habe ich auch noch einen ganz anderen Bezug sozusagen zu Leibniz. Und natürlich fällt einem dann sofort der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ein, wenn man das mitbekommt hier. Aber ich finde auch viele andere Sachen, weil er hat ja weit über die Mathematik hinaus was erfunden und erdacht. Aber zum Beispiel das duale System, was er, glaube ich, ganz anders sich, also aus ganz anderen Motiven sozusagen erfunden hat. Aber dass daraus dann die Basis wurde für unsere Computertechnologie, das wusste er nicht. Aber das ist natürlich eben auch spannend, das alles zu sehen. So, und wenn man eben 0 und 1 und wenn man ein und aus, wenn man das eben als Gegensatz sieht, dann kommen wir genau zu dem Punkt, den Herr Professor Kleiner und ich eben auch besprochen haben, als ich nämlich eingeladen wurde. Da war das Thema noch ein bisschen anders. Da hieß das Thema nämlich Mensch versus Natur, wie unser Lebenswandel die Natur in die Enge treibt. So, also insofern dachte ich, ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Die jetzige Überschrift ist auch nett. Kultivierte Natur, Biodiversität in einer Industriegesellschaft. Und auch da ist das natürlich, als Mathematikerin ist man immer für alles zuständig, aber auch da ist es natürlich schon auch schön, dass Sie mich eingeladen haben, denn ich war ja auch 10 Jahre Umwelt- und Landwirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen und das ist sicher das Industriezentrum Deutschlands. Und wenn wir über die Kultur und Landschaft reden oder die Natur, Biodiversität in einem Industrieland, dann muss man sicher auch nach Nordrhein-Westfalen gucken. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel der Abteilungsleiter Naturschutz zu mir immer gesagt hat, es gibt keinen Kilometer Fluss in Nordrhein-Westfalen, der noch so fließt wie vor 100 Jahren. Ja? Also wir haben alles irgendwie durcheinander gebracht und verändert. Und obwohl wir, glaube ich, eine der erfolgreichsten Spezies auf dieser Erde sind, wahrscheinlich, was den Einfluss angeht, sogar die erfolgreichsten, müssen wir ja schon immer auch gucken, stoßen wir nicht auch an Grenzen. Und da finde ich eigentlich
wichtig und gut, dass wir uns immer überlegen, was ist auch verloren gegangen durch Industrialisierung. Da nehme ich mal Nordrhein-Westfalen. Wir arbeiten jetzt gerade an einem Lachsprogramm, den Lachs wieder im Rhein anzusiedeln. Ja, der war um das Jahr 2000 war so viel da, dass die Dienstboten sich geweigert haben, jeden Tag Lachs zu essen. 1950 gab es den letzten gesichteten Lachs im Rhein und jetzt arbeiten wir seit über 20 Jahren, um den Lachs wieder anzusiedeln. Und daran sieht man, wenn etwas zerstört worden ist, braucht man lange, um es wieder aufzubauen in der Natur. Deshalb müssen wir auch sorgfältig umgehen mit der Biodiversität, mit dem Naturschutz. Und spannend ist dabei, deshalb möchte ich da auch noch ein bisschen an unser Gespräch eben anknüpfen. Diese Idee, den Lachs wieder anzusiedeln, ist in den 80er Jahren entstanden, nach Santos, nach dem Chemieunfall am Rhein, wo keiner dachte, das wird irgendjemals wieder was. Und dann ist die Vision entwickelt worden, wir wollen den Lachs wiederholen. So, und ich finde, dass wir gerade in einer Industrie Gesellschaft eben auch gucken müssen, dass wir das mit der Natur zusammen machen, dass wir auch zeigen, der Welt zeigen, es geht. Ja? Industrie und Natur gehen zusammen und sie werden auch langfristig nur bestehen können, wenn wir nachhaltig wirtschaften und eben es gemeinsam mit der Natur machen. Denn der damalige Umweltminister Gabriel hat mal gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die Festplatte des Lebens nicht gerade löschen, indem wir immer mehr Arten auf dieser Welt aussterben und indem wir immer häufiger an die Situation kommen, vielleicht hätten wir die eine oder andere Art gebraucht. Ja? Jetzt ist sie aber nicht mehr da und man kann sie, wenn sie einfach weg ist, ja auch nicht wiederholen. Also von daher ist der Mensch auf die Natur angewiesen, anders als die Natur, die ist nicht auf den Menschen angewiesen. Also wenn wir es wirklich schaffen, diese Erde zu ruinieren, wird die Erde deshalb nicht kaputt gehen, sondern wird vielleicht die Spezies Mensch nicht überleben. Und ich glaube, in solchen Situationen braucht man Visionen, wie zum Beispiel Töpfer sie als damaliger Umweltminister entwickelt hat. Der hat nämlich gesagt, Erhalt des europäischen Naturerbes. Er hat mit FFH, Flora Fauna Habitat, gesagt, das, was wir jetzt noch in Europa haben, das wollen wir erhalten und bewahren. Und ich finde, das ist ein absolut notwendiger Grundsatz, denn wenn wir das hier nicht schaffen und zeigen können, dass wir wenigstens das europäische Naturerbe, was noch übrig geblieben ist, ja, wir waren auch mal total bewaldet, so wie zum Beispiel in Brasilien jetzt, ja, wenn wir das nicht schaffen, diese Natur zu bewahren, wie sollen wir anderen Ländern, wie sollen wir Kolumbien, ich habe den Botschafter von Kolumbien eben gesehen, aber auch, wie sollen wir Brasilien oder Indonesien dazu bringen, dass sie ihre Natur bewahren? Ja? Wenn wir noch nicht mal den Rest, den wir übrig gelassen haben, hier ihnen zeigen, dass wir ihn bewahren können. Also von daher ist das eine ganz, ganz große Aufgabe. Und wenn wir sehen, wie kontrovers das Thema Flora, Fauna, Habitat, Erhalt des europäischen Naturerbes ist, auch hier in Deutschland diskutiert worden ist, dann sehen wir, welche Aufgabe wir haben und wie schwierig es ist, diese Natur, diese Biodiversität auch in einer Industriegesellschaft zu bewahren. Ich erinnere mich sehr gut, gerade auch als ehemalige Umweltministerin, an die Vorschläge des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, der die Mopsfledermaus gegen die Autobahn gestellt hat. Ja? Oder zum Beispiel in meinem eigenen Bundesland der Hamster gegen das Kraftwerk. Ja? So, also das heißt, es gibt immer irgendeine Spezies und dann hört sich das ganz komisch an, dass man sagt, ja, die wollen wir bewahren, gibt es doch sowieso so viel davon. Und hier geht es aber um die Arbeitsplätze, um die Infrastruktur. Und deshalb spricht immer irgendwas noch ein Stück Natur eben zu kappen. Und ich glaube, da muss man einfach an die Langfristfolgen denken, die man da mit hat. Denn genau Straßen zum Beispiel zerschneiden Naturschutzgebiete. Und wir werden dann leicht an irgendeinen Punkt kommen, wo diese Naturschutzgebiete eben nicht mehr so zusammenhängend sind, dass viele der Spezies da überleben können. Also von daher, das zu bedenken und einfach Strategien zu entwickeln, dass wir ein Thema wie Biodiversität, wo das Langfristdenken angelegt ist, auch bewahren können, das müssen wir noch schaffen. Und da ist die entscheidende Frage, ob die Spezies Mensch das kann.
Ja? Wir sind geeicht auf kurzfristige Gefahren. Also wenn der Tiger aus dem Busch kommt, dann wissen wir, aha, jetzt müssen wir kämpfen oder weglaufen und was tun. Aber offensichtlich sind wir nicht darauf gepolt mit unseren Genen, dass wir Langfriststrategien und Langfristprobleme hinbekommen. Wir haben einmal das jetzt mal geschafft mit dem Ozonloch. Das ist vor 30 Jahren sozusagen an der Konferenz von Montreal, ist da eine Lösung erarbeitet worden. Aber es war ein einfaches Problem gegenüber dem Problem Biodiversität und gegenüber dem Problem Klimaschutz oder Klimawandel. Da haben wir bisher noch kein Mittel gefunden, denn wir haben bisher immer noch einen Verlust, einen dramatischen Verlust an Biodiversität, jeden Tag, jeden Monat. Und das wird auf die Dauer einfach nicht gut gehen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir in den verschiedenen Bereichen eben unsere Strategien entwickeln. Und in der Energiepolitik, finde ich, haben wir schon einen guten Ansatz entwickelt, dass wir versuchen, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke zum Beispiel durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Das wird schon einen erheblich geringeren Einfluss und Eingriff in die Natur bedeuten, immer noch Eingriff in die Natur, aber einen geringeren, und wird damit eben auch eher eine Möglichkeit schaffen, langfristig eben zu zeigen, Industrie geht mit Naturschutz zusammen. Und wir können damit eben auch eine nachhaltige Möglichkeit schaffen, den Strom zu erzeugen. Wir haben auch ein zweites Jubiläum, 30 Jahre Waldsterben. 30 Jahre Waldsterben, das war damals der Anlass SO2. Ja? Und wir sehen noch diese abgestorbenen Bäume dort. Jetzt kann man sagen, tja, was ist daraus geworden? Waldsterben ist offensichtlich gar nicht so schlimm. Was wir erleben, ist aber heute, dass der Wald genauso stirbt wie damals. Die Raten des Krankenwaldes sind nicht geringer geworden als damals, aber wir sehen ein Stück mehr Grün. Und woran sehen wir das? Früher war es das SO2, was sozusagen wirklich mit seiner Säure dazu beigetragen hat, dass die Bäume wirklich abgestorben sind. Heute haben wir vor allen Dingen den Nitrat- und Ammoniakeintrag von der Industrie, vom Verkehr. Und das ist so ein bisschen so wie Überdüngung. Ja? Dann wird es plötzlich ganz grün. Ja? Aber Überdüngung ist ein bisschen so, haben wir mir das die Fachleute erklärt, wie dicke Kinder. Das ist die falsche Ernährung. Ja? Es ist zwar schön und grün und breit, aber das Holz ist eben nicht mehr so stark. Es ist eben schwammiger. Und vor allen Dingen der Boden als Speicher, der beginnt überzulaufen und damit am Ende eben auch den Eintrag ins Wasser zu verursachen. Also Waldsterben gibt es immer noch, genauso wie vor 30 Jahren, wir sehen es nur nicht mehr. Auch das ist so eine Gefahr, die man bei der Biodiversität einfach im Auge behalten muss. Also man kann im Prinzip sagen, auch bei der Zerschneidung der Natur, manchmal ist es ganz gut, wenn die Gesellschaft nicht mehr so viel Gelder zur Verfügung hat und vielleicht die Gelder im Verkehrsbereich mehr auf den Erhalt der Straßen als auf immer neue Straßen konzentriert und damit vielleicht auch weniger Eingriffe in die Natur macht oder auch weniger versiegelt. Also auch das ist ja ein dramatisches Problem, was Sie erleben. Aber ich will vielleicht noch mal einmal an was ganz anderes, am Ende meines Grußwortes, an was ganz anderes nochmal appellieren, auch an Sie. Was mir besonders aufgefallen ist, wenn ich mit Kindern und Natur zusammenarbeite. Ja? Wenn Sie mit Kindern, einige sind ja auch in dem Alter von mir, haben wahrscheinlich auch schon Enkelkinder oder eigene Kinder, wenn Sie mit Kindern in die Natur gehen, ja, gehen Sie mal mit einem Kindergarten in den Wald, ja? Dann sind plötzlich diese Kinder absolut ruhig. Ja, diejenigen, die vorher von einem unruhigen Wochenende kommen, die die Stadt erlebt haben, die ganzen Autos fahren vorbei und dann sind die im Wald, ja, dann sehen die plötzlich die hohen Bäume, dann sehen sie die Ruhe, dann sehen sie vielleicht ein bisschen Vogelgezwitscher, ja, und dann merken sie die Wirkung von Natur. Und letzten Endes gilt das nicht nur für Kinder, sondern auch für uns. Und man merkt in so einem Moment, dass wir schon noch sehr verbunden sind mit der Natur und dass wir genau wissen, ohne diese Natur werden wir nicht überleben. Da ist etwas in uns, eine Uhr, die uns ganz deutlich sagt, hallo, darauf müssen wir aufpassen. Das hat einen hohen Wert. Und das hat auch einen Wert, auch wenn wir ihn momentan wirtschaftlich nicht bemessen können. Denn auch das ist notwendig, dass wir die Basis dieser Natur bewahren. Denn es könnte übrigens auch vielleicht in 20 oder 30 Jahren wieder einen Wert bekommen, den wir heute noch gar nicht sehen, an bestimmten Pflanzen zum Beispiel, die heute noch da sind, aber dann vielleicht verloren sind. Also, was wir da zerstören, wird Jahrzehnte
Jahrhunderte brauchen, um es wieder aufzubauen, vielleicht ist es dann gar nicht mehr möglich. Die Frage ist, wie viel Natur braucht der Mensch, um überleben zu können? Und sind wir dabei, wenn wir immer mehr Natur zerstören, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören? Aber ich glaube, dass Sie hier in der Leibniz-Gesellschaft dazu geeignet sind, dieses Problem zu lösen, weil Sie fachübergreifend arbeiten. Das haben Sie auch uns im Bundestag voraus. Wir sind ja sozusagen in den einzelnen Ausschüssen oft eben auch nur Fachabgeordnete. Und ich glaube, um das Problem zu lösen, also Klimaschutz, aber auch Biodiversität, um das zu lösen, da muss man einen ganzheitlichen Ansatz wählen. Und da haben Sie als Präsident ein super Thema für Ihre ersten 100 Tage im Amt gewählt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach diesen fachübergreifenden Ansatz auch weiter bewahren. Denn das geht auch in der Wissenschaft häufig genug verloren. Und das, was ich von meiner Arbeit an der Universität noch kenne und weiß, ist, die besten Ideen sind uns immer gekommen beim gemeinsamen Kaffee trinken. So, und von daher arbeiten Sie mit den verschiedenen Fachrichtungen zusammen, gucken sich die großen Probleme an, versuchen Sie, Visionen zu entwickeln. Auch wenn viel kaputt ist, man kann die Vision entwickeln, dass es wieder in Ordnung kommt. Und wenn man das alles gemeinsam macht, hat man auch Spaß dabei, wenn es gelingt. Also in diesem Sinne vielen Dank, dass Sie dieses Thema gewählt haben. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und Ihnen für heute noch einen ganz schönen Abend. Dankeschön. Jetzt beginnt der Ernst, meine Damen und Herren. Wir haben gerade eine fulminante Einführung in das Thema bekommen mit vielen Steilvorlagen, die wir, denke ich, nachher sicher in der einen oder anderen Weise auch noch mal aufgreifen dürfen. Also ganz herzlichen Dank, Frau Höhn. Da waren sehr viele Stichworte dabei, die wir nachher gerne auch noch mal adressieren. Grenzen des Wachstums zum Beispiel und viele andere Punkte. Wir haben uns vorgenommen, jetzt noch etwa eine Stunde zu diskutieren. Es ist zunächst mal als eine Podiumsdiskussion geplant. Ich werde Ihnen die Kollegen gleich vorstellen. Wir haben uns vorher verabredet, dass wir dann so die letzten 10 Minuten, Viertelstunde dann auch fürs Publikum öffnen. Also Sie können am Ende auch Ihre Fragen dann noch an die einzelnen Experten richten. Wir wollen das dann nicht nur so einseitig gestalten. Also zunächst einmal muss ich mich natürlich entschuldigen. Wir sind, was den Gender-Aspekt anbelangt, im Podium nicht sehr ausgewogen besetzt. Da haben wir also Nachholbedarf, aber das bekommen wir in den Senatssitzungen natürlich auch immer mitgeteilt. Zu meiner Linken sitzt ein Schwabe, das verbindet uns. Er ist Chemiker. Professor Dr. Dieter Jahn hat Chemie studiert, auch promoviert, hat sein berufliches Leben bei der BASF absolviert, zunächst mal als Forscher in der Pflanzenschutzforschung, in der Bio- und Gentechnologie und ist dann, wie das dann so üblich ist, stärker in das Wissenschaftsmanagement, in das Management übergewechselt und hat zum Schluss von 2000 bis 2012 das globale Kompetenzzentrum Science Relations and Innovation Management der BASF-Gruppe geleitet. Er hat wahrscheinlich den schwierigsten Job heute in dieser Veranstaltung, weil er natürlich, vorher ist ja auch schon von Frau Höhn angesprochen worden, Industrie und Natur, Naturschutz geht zusammen. Er hat also heute, sage ich mal, die schwierige Aufgabe, auch die Seite der Industrie adäquat zu vertreten. Links neben ihm sitzt ebenfalls ein Schwabe, wie Sie dem Namen unschwer entnehmen können. Wir haben das so arrangiert, damit die Kommunikation einfach ist. Vielleicht gibt es ja auch dann eine gewisse Beißhemmung, weiß ich nicht, zwischen Kompatrioten. Professor Harald Kechele ist Agraringenieur, promovierter Agraringenieur und ist Professor für Umweltökonomie am Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und er ist gleichzeitig kommissarischer Verwaltungsdirektor des ZALF, des Leibniz-Zentrums für Agrar- und Landschaftsforschung in Müncheberg. Eine der großen Leibniz-Zentren, die sich eben auch diesem Thema Biodiversität in der Agrarlandschaft widmet. Er ist zudem Vorsitzender eines interessanten Vereins, Deutsche Umwelthilfe. Vielleicht wird er nachher auch noch ein bisschen dazu was sagen. Neben ihm sitzt Herr Professor Hermann Lotze-Kampen. Er
ist Leiter des Forschungsbereichs Klimawirkung und Vulnerabilität. Klimawirkung und Vulnerabilität, also welche Auswirkungen hat Klimaveränderung letztlich auf verschiedene Aspekte auf unserer Erde. Und zwar ist er Leiter dieses Forschungsbereichs am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also hier ganz in der Nähe, ebenfalls ein ganz wichtiges und berühmtes Leibniz-Forschungszentrum. Er ist ausgebildeter Landwirt und eben auch Agrarwissenschaftler und hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Climate Change, Justice and Sustainability, das im Springer Verlag erschienen ist, und er ist Professor für nachhaltige Landnutzung und Klimawandel an der Humboldt-Universität, also Berlin ist auch ein Heimspiel. So, und dann ganz zur Linken von meiner Seite Professor Clement Tockner. Er ist Österreicher von Haus aus, also so die ganze südgermanische Fraktion ist relativ stark vertreten. Er ist Direktor des Leibniz-Institutes für Gewässerökologie und Binnenfischerei, auch hier in Berlin. Er ist also aquatischer Ökologe, Forscher mit Leib und Seele, Wissenschaftsmanager, hat viele große Verbundprojekte geleitet, zum Beispiel jetzt eben auch, da wird er vielleicht nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen, ein EU-Projekt BioFresh, also kann man vermuten, geht über Biodiversität und Süßwasser, das ist so sein eigentliches Thema. Und er leitet bei uns in der Leibniz-Gemeinschaft, den Leibniz-Verbund Biodiversität. Also, wenn Sie so wollen, spricht er durchaus auch ein bisschen für die gesamte Biodiversitätsforschung in der Leibniz-Gemeinschaft. Wir haben ein paar Punkte, wo ich Sie jetzt durchführen möchte. Natürlich anhand der Antworten und der Ideen und Überlegungen der Kollegen. Und ich würde vielleicht einfach mal anfangen mit einer Frage. Ach so, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ich selber bin heute in einer etwas heiklen Situation. Mein Name ist Volker Moosbrucker, konnten Sie entnehmen. Ich leite auch eine Leibniz-Einrichtung, die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Und als Moderator darf ich ja nicht Partei sein. Aber da ich bin gelernter Biologe und Chemiker, interessiert es mich auch. Ich muss mich also wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle zurückhalten. Ich versuche wirklich ein ganz neutraler Moderator zu sein, um mich da weitgehend rauszunehmen. Ich bin noch aus einem anderen Grund etwas gehemmt heute, weil Herr Riesenhuber hier sitzt und er ist nämlich im Aufsichtsgremium meiner Gesellschaft und passt also darauf auf. Jetzt habe ich nachher dann gleich die Kritik in meinem Aufsichtsgremium dann schon bei mir hier sitzen. So, ja, also ich habe hier auch gewisse Einschränkungen dann hinzunehmen. Ich würde mal anfangen mit einer kurzen Frage an Clement Tockner, der uns vielleicht mal kurz erläutern sollte, was wir unter Biodiversität verstehen. Frau Höhn hat eigentlich primär immer von Natur gesprochen. Wir reden bei uns häufig über Biodiversität und das ist sicher ein sperriger Begriff, der für alle nicht ganz so geläufig ist. Also die Frage vielleicht an Clement Tockner, was meinen wir mit Biodiversität und brauchen wir den Begriff überhaupt? Würde es nicht auch Natur tun? Zuerst schönen guten Abend. Ich glaube, die kompakteste Definition von Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens. Und in dieser Vielfalt des Lebens findet sich das akkumulierte Wissen von mehreren Milliarden evolutionärer Entwicklung. Also man könnte sagen, die biologische Vielfalt, das sind die Bibliotheken der Natur. Und das Ökosystem wäre die Bibliothek, die Arten wären die Bücher und die genetische Vielfalt wären die Bücher zu einem bestimmten Thema. Und das ist, ich glaube, dieser Vergleich auch mit der kulturellen Diversität ist, glaube ich, auch ganz wesentlich, weil unser Wohlbefinden hängt von der Kombination des kulturellen Erbes und dieser Bibliotheken der Natur ab. Und die Frage, die sich stellt, ist, gehen wir mit diesen Bibliotheken der Natur ähnlich sorgfältig um, wie wir mit unserem kulturellen Erbe umgehen? Brauchen wir den Begriff neben Natur? Ich denke, so in der Bevölkerung, da gibt es ja auch Umfragen dazu. Es ist schon ein sperriger Begriff, der, sage ich mal, anders als Klimawandel, nicht bei allen so besonders gut verständlich ist. Ich meine, die Vielfalt des Lebens beinhaltet ja, eine wesentliche Komponente ist ja auch die Vielfalt der Ökosysteme. Also insofern ist diese Natur drinnen. Und gerade wenn man jetzt dieses akkumulierte Wissen, das man hier sieht,
Das ist natürlich etwas drinnen. Ich glaube, wir benötigen beides. Die Natur ist natürlich mit den ganzen Prozessen die Voraussetzung für dieses Leben. Gut, also Biodiversität, ein Begriff, den wir, glaube ich, in der Wissenschaft sehr lieben, der aber draußen, glaube ich, in der Bevölkerung nicht so gut ankommt. Ich sehe darin schon auch ein bisschen ein Problem, dass dieses Thema Biodiversitätsverlust vielleicht in der Bevölkerung nicht so ankommt wie Klimawandel. Aber ich glaube, wenn man diesen Begriff Vielfalt des Lebens hernimmt, dann ist das leichter kommunizierbar, oder auch die biologische Vielfalt. Denn Biodiversität ist ein synthetischer Begriff. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt, ähnlich wie der Klimawandel, der demografische Wandel, die Sicherung der Welternährung, einer der ganz großen Herausforderungen darstellt. Und der wesentliche Unterschied ist wahrscheinlich, dass der Rückgang der biologischen Vielfalt eben irreversibel ist. Und das ist sicher etwas, wo wir nicht warten können, weil jeder Verlust, der stattfindet, ist nicht wiederherstellbar. Vielleicht ein Beispiel, ich war vor kurzem in Usbekistan und da gibt es den Aralsee und es ist ganz klar, der Aralsee ist aufgegeben. Niemand investiert mehr in die Wiederherstellung des Aralsees. Und man sagt, da waren 25 oder endemische Fischarten drinnen. Man ist nicht bereit und man wird das nicht Milliarden investieren, um diese Arten zu erhalten. Man kann sich fragen, was macht das aus, 25 Arten von 15.000 Süßwasserfischarten? Aber wie viele Aralsees gibt es, die wir bereit wären, aufzugeben? Du hast vorher so fast im Nebensatz gesagt, Verlust der Biodiversität ist eine der ganz großen globalen Herausforderungen. Ich würde jetzt gerne einfach die Kollegen mal fragen, ob sie das auch so sehen. Also, nicht, wenn Sie nach Davos gehen, immer im Januar findet dieses World Economic Forum statt und da wird der World Risk Report vorgestellt. Der World Risk Report basiert letztlich darauf, dass man Manager, Politiker, Entscheidungsträger fragt, wo seht ihr die größten Risiken für die Zukunft? Da taucht unter den größten Risiken Biodiversität nicht auf. An erster Stelle steht immer Finanzen, das ist das größte Risiko. An zweiter Stelle, das wackelt dann so ein bisschen von Jahr zu Jahr, steht Klimawandel. Biodiversität taucht in den bei den Entscheidungsträgern offenbar als große globale Herausforderung nicht auf. Jetzt fragen wir mal den Chemiker und BASF-Mann Jan, wie er das sieht. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Rolle, die Sie mir zumessen, so richtig spielen kann. Also die Industrie und die Chemie hat ja ein bisschen den Ruf, dass sie das Problem in der Biodiversität darstellt. Und wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, dann ist es ja auch so, dass die Belastung durch Emissionen der Industrie die ökologischen Gleichgewichte beeinträchtigt hatte. Vorher wurde das Thema Rhein angesprochen. Der Rhein war ja biologisch tot. Wir haben heute übrigens, die BASF macht jedes Jahr ein Probefischen im Rhein. Wir haben inzwischen wieder Aale, und zwar von beträchtlicher Größe im Rhein. Das bedeutet, wir haben schon wieder Fortschritte gemacht in dieser Sache. Ich sehe halt das Thema Biodiversität in einem Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Ökologie und Ökonomie. Und wenn der Bürger das Thema Biodiversität weniger wichtig sieht, dann liegt es auch daran, dass er in seinem täglichen Leben eben das nicht so sehr spürt. Er spürt nicht persönlich den Rückgang der Arten. Ich selbst kann als Nichtfachmann gar nicht ermessen, was das eigentlich langfristig bedeutet. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass dort die Wissenschaft diese Dinge adressiert. Die Frage ist aber nun, wie bekommen wir diese Wichtigkeit? Und jetzt mache ich mal ein Statement. Die chemische Industrie betrachtet Biodiversität als ein wichtiges Thema. Das können Sie sagen, das kann er behaupten, aber ich habe hier eine Broschüre des Europäischen Chemieverbandes, CEFIC, mit dem Titel Biodiversity and Ecosystem Service, What are they all about? Und ich zitiere jetzt einmal,
the availability of intact ecosystems and their services is therefore in the best interest of society, politics, science and business. Business heißt Chemie. Das ist ein Statement. Und jetzt ist die große Frage, nun, das steht jetzt erstmal da drin, was heißt es eigentlich im täglichen Gebrauch? Und da muss man eben mal realistisch sehen, in diesem Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und Society hat die Biodiversität einen schweren Stand. Und wenn es dann, Frau Höhn hat es ja auch schon erwähnt, dann um Dinge geht, um Investitionsentscheidungen und so weiter, dann spielen natürlich Arbeitsplätze eine Rolle. Und auch in einem Unternehmen werden diese Diskussionen geführt, denn wir haben wirklich ökologische Ziele, die im Spannungsfeld mit den ökonomischen stehen. Und deswegen haben wir als BSF ein System entwickelt, das wir Ökoeffizienzanalyse nennen, wo wir alle Forschungsprojekte danach beurteilen, nach ihrem ökonomischen Wert, das ist unsere Routine traditionell, das ist klar, aber auch nach ihrem ökologischen und auch nach ihrem sozialen. Und da spielt eben auch die Biodiversität eine Rolle. Das bedeutet also, wir haben dort dieses Thema auf der Agenda. Die große Frage ist eigentlich, wie ist in diesem Spannungsfeld die Position der Biodiversität? Und da muss man einfach sagen, die ist oft schwach, weil eben in der täglichen Auseinandersetzung eben die ökonomischen Dinge ein größeres Gewicht haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn die Industrie als Verursacher der Probleme adressiert wird, dann ist es ja, gebe ich den schwarzen Peter an Sie alle weiter, denn Sie wollen ja essen, Sie wollen Auto fahren, Sie wollen in Urlaub gehen. Das sind alles Aktivitäten, die die Biodiversität beeinträchtigen. Und ein Industrieunternehmen, wo immer es tätig ist, kann nur agieren oder wird nur überlegen, wenn es Kunden hat, die er dafür bezahlt. Das bedeutet also, uns dort als den Verursacher zu brandmarken, ist ein bisschen kurz gedacht. Vielleicht nachgefragt an der Stelle. Sie sagen eben, Biodiversität hat eher einen schweren Standpunkt. Nicht, wir wissen schon, also denke ich, das ist belastbar, die Aussage, dass sich, sag ich mal, die Wirtschaft insgesamt verstärkt um dieses Thema kümmert, insgesamt Thema Nachhaltigkeit. Jedes große Unternehmen macht heute einen Nachhaltigkeitsreport und also Corporate Social Responsibility, CSA, ist Standard in jedem größeren Unternehmen. Also die Wirtschaft ist deutlich sensitiver geworden gegenüber dem Thema. Frage bei Biodiversität, könnte ja so, also von uns aus ein bisschen die Sorge kommen, dass man sich allzu sehr auf bestimmte charismatische Arten fokussiert, also die Mopsfledermaus, weil die auch gut vermittelbar ist. Nicht? Es ist ja immer das Thema, womit kann ich eigentlich nachher was erreichen und gar nicht so sehr auf die tatsächlichen, also wir würden sagen Ökosystemfunktionen, Ökosystemdienstleistungen. Man reagiert stärker auf plakative Erfolge als jetzt auf wirklich inhaltlich, faktisch wichtige Erfolge. Vielleicht auch, weil man es nicht weiß. Ja, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber das ist im Grunde genommen das Problem von uns Wissenschaftlern generell, dass wir ja in der Vermittlung gegenüber der Öffentlichkeit Dinge haben müssen, die dann auch greifbar sind. Und das geht uns genauso als Unternehmen. Wir rein theoretische Abhandlungen über Biodiversität werden uns nicht abgenommen. Die Frage ist nun, wie agieren wir in diesem Spannungsfeld? Und da gebe ich Ihnen schon recht, muss man aufpassen, dass man nicht, ich sage mal, populistisch Dinge aufgreift, wo man dann eben wieder Störche oder sowas hat, wo dann jeder sieht, oder unsere Aale, wo wir ganz stolz sind, dass wir uns darauf und die wahren Probleme dann nicht sieht. Und deswegen finde ich auch sehr wichtig, dass jetzt also Leibniz und andere Forschungsorganisationen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil, wissen Sie, ich bin als normaler Bürger, ich bin letztens durch Mannheim gefahren und habe 4 Störche auf der Wiese gesehen. Ich habe gesagt, na prima, das ist ja toll mit der Biodiversität, scheint gar nicht so ein großes Problem zu sein.
ist natürlich völliger Blödsinn, denn das ist eine anekdotische Betrachtung des Problems und uns hilft eigentlich nur weiter eine systematische Betrachtung, die auf die Grundlagen geht. Nur ich als Bürger sehe den Storch und freue mich und sage, das mit der Biodiversität ist nicht so schlimm und die Aale sind ja auch wieder im Rhein. Das heißt, die Botschaft, die Sie nachher uns vermitteln, ist viel schwerer zu vermitteln. Das ist das eigentliche Problem. Und jetzt kommt die Politik ins Spiel. Die Politik ist natürlich unseren theoretischen Überlegungen auch nicht sehr aufgeschlossen. Kann sie ja nicht sein, weil sie auf einer anderen, sagen wir mal, Spielwiese agiert. Das ist das Problem der Diskussion, die wir immer hier führen. Gleichwohl glaube ich trotzdem, dass Wissenschaft eine wichtige Rolle hier spielt und dass wir eben Mittel und Wege finden müssen, um diese Erkenntnisse der Wissenschaft, die nun mal kompliziert sind, nicht plakativ, in die Öffentlichkeit und in die Politik hineinzutragen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Gehen wir doch mal zur Wissenschaft, Herr Kechele. Wie sehen Sie die Rolle dieses Artenverlustes, Biodiversitätsverlust, wenn man das jetzt mal renkt? Wir haben Klimawandel als großes, wir haben das Thema Globalisierung. Also wo würden Sie jetzt, sage ich mal, aus Wissenschaftlersicht das ansiedeln? Ganz oben, in der Mitte? Also ich wollte jetzt noch mal was vorwegschicken. Also ich habe jetzt gelernt, dass ich ein Ersatzkandidat bin. Und das hat einen guten Grund. Ich mache seit 14 Jahren Erziehungsurlaub. Ich bin also Wissenschaftler und arbeite auf einer halben Stelle seit 14 Jahren und das mit Begeisterung bin ich Papa. Also es passt schon von dem her. Und ich habe auch noch eine Twitter-Funktion hier. Sie haben es angesprochen, ich bin seit 20 Jahren Vorsitzender von Umweltorganisationen, seit 14 Jahren von der Deutschen Umwelthilfe. Und ich habe mich auch gefragt, warum sitze ich heute hier, nicht als Verwaltungsdirektor, da gibt es, glaube ich, berufenere, über Biodiversität zu reden. Die Deutsche Umwelthilfe ist eine Organisation, die sehr nahe mit Industrieunternehmen am Transformationsprozess arbeitet. Mit ihrer Einrichtung streiten wir uns gerade über Plastiktüten bis aufs Messer, aber ansonsten haben wir ein großes Interesse an Innovation und versuchen eben diesen Transformationsprozess, der vom WBGU schön beschrieben wurde, die große Transformation voranzubringen. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich hier sitze. Und weil ich sonst ja noch viel Zeit übrig habe, bin ich noch Vorsitzender von der Tropenwaldstiftung. So, jetzt kommen wir bloß das mal. Und ich glaube, wenn ich also heute Abend wissenschaftlichen Blödsinn rede, dann ist es, habe ich es gesagt, in meiner Funktion als Umwelthilfe. Und wenn ich zu theoretisch werde, dann sage ich als Wissenschaftler. Und wenn ich in die Verwaltungsdetails einsteige, dann rede ich als Verwaltungsdirektor. Mir ist das alles ehrlich gesagt noch viel, viel zu eng. Wenn man darüber diskutiert, Sie haben ja die Frage gestellt, Biodiversität. Für uns als Umweltorganisation ist Biodiversität klasse. Wir verdienen das Geld damit. Nicht wir, wir verdienen es in Kooperation mit der Wirtschaft, aber NABU, BUND, die nehmen Fischotter und Störche und das ist das, was Biodiversität ist. Im ZALF gehen wir da völlig anders vor. Und vielleicht, um einen Eindruck zu geben, was ich dann jetzt gleich sage, ich habe promoviert, meine Doktorarbeit geschrieben im Nationalpark Unteres Odertal. Ich bin Agrarökonom. Und dann hat mir ein Kollege im ZALF von Edward Wilson ein Buch in die Hand gedrückt, The Little Things That Run the World. Also die kleinen Dinge, die die Erde voranbringen. Und das ist Biodiversität. Und ich habe heute früh mit Herrn Blank, wir haben auf unserem Campus vom ZALF, haben wir noch eine schöne Senckenberg-Einrichtung, das Deutsche Entomologische Institut. Und wir haben eine schöne neue Kantine und dann saßen wir zusammen beim Mittagessen. Und dann erzählt er mir und sagt, es gibt 33.000 Insektenarten in Deutschland. Also es gibt nicht bloß Tiger und irgendwas, 33.000 Insektenarten. In ihrem schönen Ableger im ZALF haben die sage und schreibe 190.000 Arten als Trockenexponat. Wunderschöner Begriff, das sind schwarze Viecher, die sie nicht auseinander unterscheiden können. Und Ihre Mitarbeiter behaupten steif und fest, Sie können das. Das können die 190.000 auch. Arten. Und dann haben wir mit dem gesprochen. Dann habe ich gesagt, was hat das jetzt mit uns zu tun? Dann sagt er, überlegen Sie mal, was passiert mit den ganzen Blättern? Wir haben Herbst, die Blätter fallen auf den Boden. In Berlin räumt die BSR weg. Aber warum ist der Wald nicht voll mit Blättern? Bis oben hin. Jedes Jahr fällt da, wir haben Photosynthese, da fallen Blätter drauf. Was passiert denn damit? Das sind die Insekten. Das sind kleine Mikroorganismen, die das machen.
Und das sind diese 30.000 Arten, von denen wir nicht wissen, was jeder genau macht. Und für uns ist es ganz entscheidend, dass Biodiversität einen eminenten Beitrag zu diesen ganzen Stoffprozessen leistet. Und das sind diese Viecher und diese, das war jetzt was populärwissenschaftlich ausgedrückt, Viecher, also diese Arten, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt, wo wir ein paar Spezialisten haben. Ich bin Gott froh, dass wir mit Zeif zusammen mit Ihnen jetzt dieses DEI gerettet haben. Und jetzt ist es, glaube ich, in einem guten Hafen angekommen. Also diese Biodiversität hat eine unglaublich wichtige Funktion in diesem ganzen Stoffkreislauf, Nährstoffkreislauf um uns rum. Das ist das Erste. Das Zweite, es hat eine unglaubliche Funktion bei Wiederherstellung, wenn irgendwelche Katastrophen passiert sind. Erdölkatastrophen, Tanker, die irgendwo auflaufen. Und es ist immer wieder atemberaubend und gut zu sehen, wie schnell so Natur sich regenerieren kann. Das liegt aber an dieser Biodiversität. Und wir sind, glaube ich, einfach zu dusselig, das bisher klug zu kommunizieren. Und ich habe eine Geschichte, die mich auch vor einem Wochenende habe ich mit dem Europarepräsentanten der größten amerikanischen NGO gesprochen. Das ist The Nature Conservancy. Die haben einen Etat von 57 Millionen Dollar pro Jahr. So, und das ist der Europarepräsentant. Und das erzähle ich jetzt in Ihre Richtung. Die sind gerade dabei mit Dow Chemical. Das ist womöglich ein Konkurrent von Ihnen. Ich weiß, ja, vielleicht schlucken Sie es ja auch irgendwann mal. Aber Dow Chemical soll auch einen Haufen Chemiefabriken zu stehen haben. Und die haben sie vorzugsweise in Küstennähe. Und die haben jetzt ein Riesenproblem wegen Klimawandel. Weil, wenn dann die Stürme kommen. So, und der hat jetzt gesagt, die Dow Chemical-Leute, die haben als Idee, was mache ich gegen Wirbelstürme, bauen sie eine Mauer und einen Damm. Und The Nature Conservancy verhandeln mit denen jetzt über Korallenriffe und über Mangrovenwälder. Und sagen, Leute, wenn da draußen im Meer, wenn ihr nicht anders damit umgeht, da wartet die Lösung auf euch. Und die Lösung ist aber Biodiversität. Und das ist natürliche Biodiversität. Und wenn ihr nicht mitmacht mit uns, das da draußen zu erhalten, dann könnt ihr wahrscheinlich Mauern bauen, so lange ihr wollt und so viel und so hoch. Das wird das Problem nicht lösen. Und dann hat er noch gesagt, wenn man mit Unternehmen über Biodiversität reden möchte, dann kann man wunderbar auch jetzt zur Münchner Rück gehen. Das ist die weltweit größte Rückversicherung. Die sind in der Zwischenzeit Experten für Klimawandel. Die bezahlen nämlich den ganzen Schrammel, den wir anrichten. Und mit denen ist er zum Verhandeln in Hotelressorts in Asien, wo die eben genau das gleiche Thema haben, wenn die diese Hotels, die schönen Hotels, die dort jetzt bei diesem Tsunami, hat man es gesehen, was so weggeschwimmt wurde, bei normalen Wirbelstürmen haben das gleiche Problem, bezahlen tut es im Ende München Rück. Und die verhandeln über genau das gleiche Thema. Der sagt, wir machen jetzt ein großes Korallenriff und Mangrovenprojekt mit der Münchner Rück, mit Dow Chemical und. Also das sind so mal so ein paar Highlights, wo ich denke, also Biodiversität sind nicht die Tiger und alleine, sondern da steckt so viel dahinter. Und peu à peu, glaube ich, kriegen wir das auch in den Kopf, in die Köpfe von der Wirtschaft rein. Aber es ist ein langer Weg. Aber wir sind gleich dabei. Also ich würde gerne noch mal ein bisschen nachhaken, weil Sie sich um ein klares Ranking drücken. Also stellen Sie sich vor, Sie haben 30 Minuten FaceTime mit Obama. Ja. Und können Sie mir jetzt empfehlen, Klimawandel sei wichtiger als Biodiversität oder Biodiversitätswandel sei problematischer, soll sich mehr um Biodiversitätswandel kümmern und weniger um Klimawandel? Für mich sind das Zwillinge. Ich glaube, dass die Weltgemeinschaft sehr klar erkannt hat. Also es gibt große Tagungen zu Klimakonferenzen und es gibt große Tage zum Biodiversitätsschutz. Das sind für mich sind das zwei Zwillinge. Und ich kann da kein Ranking machen. Das Schwierige ist und das Fatale, was sich jetzt gerade aus Landnutzungssicht sich abspielt, ist, verstehen, was in unseren Landschaften passiert, kann man nur, wenn man über Nutzungskonflikte und Konkurrenzen nachdenkt. Und wir haben gerade die fatale Situation, dass wir so dermaßen monofokussiert sind auf den Klimaschutz und jetzt gerade dabei sind, mit dem Hintern einzureißen, was wir mit den Händen aufbauen. Also meine Antwort ist ganz klar, die beiden haben für mich den gleichen Stellenwert. Dadurch, dass, und meine Vermutung war, warum der Klimaschutz so schön weit vorne ist, ist, dass wir, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, wir sind nicht in der Lage, und Sie haben es angesprochen, komplex zu denken. Ich bin Ökonom, das ist wunderbar. Ich habe es in der ersten Semester BWL-Vorlesung, wird man Ihnen sagen, das Schöne an Geld ist, man kann alles
damit erklären. Und ich kann alles in Geld. Und das Schöne, was die Klimaforscher hingekriegt haben, die haben gesagt, sie haben eine Währung erfunden, das ist CO2-Äquivalent. Und jetzt verstehen wir es plötzlich. Biodiversität, so plakativ auf einen einzelnen Faktor zu reduzieren, dass man sagt, das ist es, das wird uns nicht gelingen. Und da beißen wir uns, ehrlich gesagt, auch in meinen NGOs noch die Zähne daran aus. Und das ist, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Ja. Es gibt ja den Ansatz zu sagen, wir monetarisieren. Dann haben wir unsere Währung auch. Ja. Aber gehen wir mal noch zu Herrn Lotze-Kampen. Wie sehen Sie das? Welche Bedeutung hat Biodiversitätsverlust global? Ich wollte erstmal vorweg noch schicken, im Rahmen der ganzen Schwaben und Österreicher, ich bin für die Balance der Ostfriese hier. Ja, also die Nord-Süd-Balance stimmt auf jeden Fall. Also das absolute Nordlicht. Und ja, ich bin genau wie Herr Kechler auch Agrarökonom. Also ich würde gerne aus der ökonomischen Brille und zwar aus der eher volkswirtschaftlichen Brille darauf schauen wollen und versuchen wollen, die Brücke zu spannen zwischen der individuellen Perspektive einzelner Personen, aber einzelner Unternehmen, es können sogar einzelne Länder, Nationalstaaten sein, auf die Gesamtperspektive. Denn der Kern der ökonomischen Analyse besteht ja darin, Werte und Bewertungen erstmal festzustellen und dann vor allen Dingen Zielkonflikte zu beschreiben und diese Abwägungsprobleme zu analysieren. Und da sehe ich bei Biodiversität das Problem, es gibt erstmal sehr viele verschiedene Werte. Als individuelle Person fällt es uns allen wahrscheinlich nicht schwer zu sagen, natürlich hat jede einzelne Art einen intrinsischen Wert. Wir freuen uns, dass sie überhaupt da ist. Die hat vielleicht auch einen ästhetischen Wert. Okay, manche mehr, manche weniger, aber ist individuell natürlich verschieden. Sie haben verschiedene Arten und auch Ökosysteme haben einen gewissen Nutzwert von dem Erholungsnutzen oder potenzielle Nutzung für Medikamente oder was immer aufgeführt wird. Das ist, glaube ich, relativ einfach nachvollziehbar. Aber wenn man das auf eine größere Ebene führt, dann gibt es eben doch ganz klare und ganz wenig emotionale Abwägungskonflikte, denen wir nicht entgehen können. Und genauso wie der einzelne Landwirt, und ich komme aus der Landwirtschaft, natürlich nicht froh ist oder automatisch sagt, ja prima, ich nehme jetzt ein Zehntel meiner Betriebsfläche aus der Produktion, um da Vogelschutz oder was auch immer, Wiesenbrüterschutz zu betreiben. Das mache ich gerne, weil ich es so schön finde. Genau das Gleiche ist natürlich sogar auf der globalen Ebene so. Also ich arbeite am PIC jetzt gar nicht so sehr zum Thema Klimawirkung auf Biodiversität, das machen wir uns auch Leute. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit globalen Landnutzungskonflikten und da spielt natürlich Biodiversität in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Aber da kommt man dann sehr schnell zu dem Problem, es gibt eben eine ganze Reihe von wichtigen Herausforderungen und wer wollte jetzt abwägen, die globale Ernährungssicherung, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und da gibt es noch eine ganze Reihe andere. Es hat auch mit verschiedenen Fristigkeiten zu tun, also Finanzmarktkrise ist ein sehr kurzfristiger Effekt, der großen Schaden anrichten kann. Klimawirkung, auch Biodiversitätsverlust sind vielleicht eher langfristige Wirkungen, das ist alles unterschiedlich. Aber auf dieser Zielkonfliktebene kommen wir eben nicht drum herum zu sagen, ja, wir müssen die Menschheit ernähren, ja, wir müssen auch die Energieversorgung sicherstellen, wir müssen die tropischen Wälder schützen und sei es nur, um den Kohlenstoff gebunden zu halten, ohne erstmal überhaupt von Artenschutz zu reden. Allein aus Kohlenstoffspeicherungsgründen wäre das schon sinnvoll. Daneben wollen wir einen gewissen Teil der Flächen natürlich oder quasi natürlich erhalten. So, aber die Fläche ist begrenzt und diesen Abwägungsprozessen können wir nicht entgehen. Und der Klimawandel, der verschärft im Grunde viele dieser Konflikte ja noch. Also bezüglich Biodiversität wird es mit Sicherheit so sein, dass sich Artenspektren verschieben. Die Frage ist, erfolgt das in einer Geschwindigkeit, in der dann Ökosysteme oder Arten nicht mehr mithalten können. Aber unabhängig davon, diese Nutzungskonflikte im Bereich der Agrar- und sonstigen Landnutzung, die gehen natürlich nicht weg. Und da sehe ich im Bereich der Biodiversitätsforschung zum Teil dieses Vermittlungsproblem, was Sie gesagt haben,
Aber ich sehe da auch noch große Defizite in der Forschung selber. Allein der Begriff Biodiversität, Vielfalt an sich, ist ja noch kein Nutzen, also oder kein Selbstzweck. Also diese Frage der Funktion, welche Funktionen hat eine vielfältige Landschaft oder ein vielfältiges System versus eines eher einförmigen Systems. Also diese Funktionen und Maßzahlen für die Funktion, für den Wert, sind aus meiner Sicht total wichtig, um diese Abwägungsprozesse überhaupt durchführen zu können. Denn bei einer landwirtschaftlichen Nutzung, da weiß ich relativ klar, da gibt es Erträge, da gibt es auch eine ökonomische Bewertung davon, bei Wald vielleicht auch. Aber bei der Biodiversität, das ist ja gar nicht so klar. Wenn ich jetzt eine gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse aufstellen sollte, wo kommen die Argumente her, wie viel Fläche ich möglicherweise aus der Nutzung halten sollte oder wie stark ich die Nutzungsintensität auf der bereits genutzten Fläche reduzieren soll. Das sind alles Zielkonflikte, denen man nicht entgehen kann. Und wir erleben bei uns in der Forschung das Problem, dass wir gerade für die Frage Maßzahlen für Biodiversität oder auch andere Ökosystemdienstleistungen, wobei ich mit dem Begriff auch meine Probleme habe, Maßzahlen, die ich zur Abwägung verschiedener Nutzungen heranziehen kann. Also haben wir gewissermaßen, wenn wir so wollen, zwei große Konflikte. Auf der einen Seite braucht die Menschheit Energie und erzeugt damit CO2 und Klimawandel. Und auf der anderen Seite braucht die Menschheit was zu essen und braucht deswegen Platz und zerstört Biodiversität. Also gewissermaßen sind das die beiden Pole oder, sag ich mal, die wechselseitigen Interessen, die natürlich, sag ich mal, irgendwo auch miteinander verknüpft sind. Ich bekomme auch natürlich was zu essen, nur wenn ich Energie wieder verbrauche. Die hängen also auch irgendwie natürlich miteinander zusammen. Mich würde trotzdem noch mal Ihre Einschätzung interessieren. Nicht? Also ich habe jetzt die beiden, sehen Sie so wie Herr Kechele, das sind Zwillinge, oder die ich gemeinsam angehen muss? Oder gibt es da eine Priorität, Klima versus Biodiversität? Ich wollte nur sagen, beim Klimawandel bezüglich Biodiversität kommen jetzt zwei ganz interessante Aspekte zusammen. Ich sehe das schon so, dass der Klimawandel so umfassende Auswirkungen auf alle möglichen Lebensbereiche näher am Menschen oder auch näher an der Natur haben wird, dass aus verschiedensten Gründen es notwendig ist, den Klimawandel zu begrenzen. Und bezüglich der Biodiversität ist aus meiner Sicht noch gar nicht so ganz klar, ob jetzt die Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels schlimmer sind als mögliche Minderungsmaßnahmen. Denn der Druck auf die Landnutzung ist jetzt schon hoch in vielen Regionen und der wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch deutlich ansteigen. Denn bei der Umstellung des Energiesystems von fossilen Energieträgern auf die verschiedensten Erneuerbaren wird einfach Fläche eine große Rolle spielen. Und wir erleben das in unseren Szenarien von den Kollegen aus der Energiesystemmodellierung. Bioenergie in verschiedenen Formen, da kann man zu stehen, wie man will, und ich rede nicht über die aktuellen Nutzung, wird sehr wahrscheinlich eine wachsende Rolle haben. Und was das heißt mehr Flächenverbrauch oder mehr Intensivierung in der genutzten Fläche mit allen möglichen Konsequenzen auf die Biodiversität. Also möglicherweise könnte die Medizin gegen den Klimawandel in der weit gefassten Definition stärkere Auswirkungen haben als die Krankheit, wenn man so bezeichnen würde. Also ich habe vorher kurz mit Clement Hockner gesprochen, der sieht das Ganze ein bisschen anders. Ich habe ihn auch so verstanden, das ist durchaus auch meine eher Position. Das größere Problem ist eigentlich der Biodiversitätswandel. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu und dann würde ich gerne auf ein anderes Thema vielleicht da mal einen Punkt kurz drauf machen. Ich würde gerne zwei Punkte. Das eine ist, ich glaube, wir müssen unglaublich aufpassen, dass wir das nicht alles zu einer Ökonomisierung machen. Also die ganze Bewertung der Biodiversität aus einer ökonomischen Sicht, da liegt ein ganz großes Maß an Gefährlichkeit drinnen, um eben diesen intrinsischen Wert, der nicht bewertbar ist im ökonomischen Sinne, hier wegzuhalten von den bewertbaren Aspekten. Ich glaube, da müssen wir unglaublich aufpassen. Diese Ökosystemleistungen. Ich war gestern bei einer Diskussion, die Schifffahrt wird auch jetzt schon als Ökosystemleistung betrachtet. Wasserkraftgenerierung wird als Ökosystemleistung gesehen. Aber für die Schifffahrt brauchen Sie kein funktionierendes Ökosystem. Da ist es sogar hinderlich. Das ist das Beste, man hat ein Trapezprofil drinnen, um die Schifffahrt zu optimieren. Also man beginnt das auszudünnen und es bekommt eine Dimension, die nicht hilfreich ist.
Der zweite Punkt ist, und da komme ich auf diese Nutzungskonflikte zurück. Ich glaube, und das ist ja wissenschaftlich hier auch eine Frage, ist, wie kriege ich aus diesen Nutzungskonflikten, wie kann man Synergien schaffen? Synergien zwischen der Biodiversitätserhaltung und der Energieerzeugung. Ich nehme die Wasserkraft her. Wasserkraft ist zwar eine erneuerbare, ist aber keine unbedingt umweltfreundliche oder klimaneutrale Energiequelle auch. Aber man kann natürlich durch klare Priorisierung, wo man sie errichtet, wie man sie errichtet, wie man sie betreibt, kann man sowohl Energie erzeugen und auf der anderen Seite auch schauen, wie man die negativen Auswirkungen wirklich minimieren kann. Also ich glaube, dass man von diesem Konflikt zu einer Synergiefindung kommt, das wäre eine große Herausforderung. Und der dritte Punkt ist, wir haben immer diese Diskussion mit der Nexus, Wasser, Energie, Ernährung. Und da fehlt die Biodiversität, da fehlt die Umwelt. Es muss heißen Wasser, Energie, Ernährung, Umwelt. Wenn die Biodiversität von Beginn an am Tisch sitzt, als gleichberechtigter Partner im Prinzip, dann schaffen wir uns Probleme, die wir im Nachgang dann lösen müssen auch. Und das geht wieder in diese Synergiefindung hinein, wo wir eben hier von Beginn an schauen können, wie lassen sich Synergien schaffen. Also ich gebe an der Stelle jetzt auch noch meine Position ganz, ganz kurz bekannt. Ich bin der einzige Paläontologe unter diesen Kollegen hier. In der Erdgeschichte kennen wir Massenaussterben auch. Und da kennen wir auch die Erholungsrate. Wie lange braucht letztlich so ein System, um nach einem Massenaussterben sich wieder zu erholen? Und da sehen Sie, Sie brauchen 5 Millionen Jahre, zwischen 3 und 5 Millionen Jahre. Das heißt, das, was wir heute machen, ist in der Größenordnung eines Massenaussterbens. Und das hat eine Erholungsphase. Also das heißt, die Menschen gibt es, Homo sapiens gibt es seit 200.000 Jahren. Das, was wir jetzt machen, sehen Sie noch in 3 bis 5 Millionen Jahren. Daran sieht man schon, dass das eine ganz, also sage ich mal, eine ganz andere Dimension aus meiner Perspektive eigentlich hat als der Klimawandel. Aber das ist ein guter Zusatz. Eines, was wir aus diesen Massenaussterbensraten sehen, ist, dass die dominante Art immer verschwunden ist. Und das ist nicht gerade beruhigend dann für uns. Ja. Okay, machen wir. Bitte? Die Frage ist, ist das schlimm? Also ich bin ein bisschen provokativ. Die Frage ist, macht es was aus? Also, und ich, bezüglich des intrinsischen Werts, ich bin kein großer Freund davon zu sagen, das würde ja heißen, dass jede Art quasi einen unendlich großen Wert hat. Die Frage ist, worauf sind die Leute bereit zu verzichten? Und man kann, diese Abwägungsprozesse werden implizit oder explizit sowieso gemacht. Denen können Sie nicht entgehen. Finde ich wunderbar. Da bringe ich aber gleich das Gegenbeispiel. Keiner wird bewerten, was kostet ein Mozart oder ein Brahms, und man verzichtet auf den Brahms, weil der klingt eh nicht so gut wie der Mozart oder so etwas, oder die Hagia Sophia anstatt den Kölner Dom. Da wird man auch nicht hingehen und wird einen ökonomischen Preiszettel dranhängen. Und wir wissen nicht, welche Art wie viel Wert hat auch, weil wir noch viel zu wenig wissen darüber. Aber es gibt viele unbekannte Komponisten, die sind nie hochgekommen oder sind vergessen worden. Nicht? Die sind wahrscheinlich dann ausgestorben in dem Sinne. Und ich würde sogar durchaus in Ihrem Sinne argumentieren. Wir tun das natürlich doch. Die Frage ist doch, wie viel investiere ich in die Restaurierung des Kölner Doms und wie viel in die Wissenschaft und wie viel in Pflastersteine oder in Sporthallen oder sonst wie nicht. Also diese ökonomische Entscheidung treffe ich ja schon auch. Wie viel wert ist mir oder sind mir die verschiedenen Sektoren? Also bin ich eigentlich ganz bei Ihnen. Okay. Und ich glaube, diese Bewertungsaspekte sind eben schon interessant, denn ich meine, wenn man sagt, man ist Ökonom, dann heißt es mal gleich, ja, ihr müsst alles in Geld bewerten. Was aber auch ein wichtiger Aspekt ist, ein gestecktes Ziel zu möglichst geringen Kosten zu erreichen. Und wenn ich so Beispiele habe, dass ich jetzt also einen Überflutungsschutz statt eines teuren Deiches, Mangrovenwälder oder ähnliches machen, wenn ich das zeigen kann, dass das eine kosteneffiziente Maßnahme ist, okay, das klingt vielleicht relativ dröge, aber im Sinne einer Abwägung kann man das schon da einbeziehen in solche Entscheidungsfindung. Wird ja auch tatsächlich gemacht. Herr Kechle. Also, ich bin ja auch Ökonom und wir leiden manchmal so unter Allmachtsfantasien. Ich würde so sagen, ich finde das, was gerade passiert, dass man überhaupt mal anfängt, über volkswirtschaftliche Kosten zu reden, finde ich ausgesprochen hilfreich. Das Dumme ist, dass man glaubt, dass wir dann 100% des Problems damit beschreiben kann. Und das ist das ganz Fatale, da bin ich wieder ganz bei Ihnen. Ich denke, wenn das, was wir jetzt gerade ökonomisch an Nutzen über Tape-Studie und was es so alles gibt, das, was wir da jetzt praktisch gezeigt kriegen, das ist vielleicht ein paar Prozent dessen, was
Biodiversität uns wirklich bietet. Ich finde es trotzdem hilfreich, auch bei meiner Promotion, da sind die Amerikaner, das ist 20 Jahre her, voraus, die haben gesagt, wenn man zumindest all das wegließe, was volkswirtschaftlich dumm ist, an Investitionen, also alles, was wir ausrechnen, was man unterlassen sollte, hätten wir schon einen Haufen gewonnen. Also dafür ist es schon gut, aber ich würde auch sehr davor warnen, also es macht uns ein bisschen schlauer, aber ich würde sehr davon warnen, dass man sagt, Biodiversität schaue ich nur durch diese monetäre Brille an. Für diesen Punkt würde ich den da an der Stelle vielleicht jetzt abschließen wollen, dass wir noch zwei weitere Punkte vielleicht ansprechen können. Also ich halte mal fest, wir sind schon der Meinung, wir haben ein Wissensproblem, wir haben aber auch ein Kommunikationsproblem. Biodiversität lässt sich nicht so leicht kommunizieren. Durchaus, glaube ich, auch Ihr Argument richtig. Es fehlt uns die Währung, in der ich das ordentlich messen kann. Und das Dritte ist, die Ökonomisierung ist vielleicht ein Weg, aber nicht der einzige. Also man wird sie brauchen, das glaube ich schon auch, aber sie neigt vielleicht eben zu solchen Allmachtfantasien. Gehen wir mal auf die deutsche und europäische Ebene. Also Sie sind jetzt, vertreten die Frau Höhn im Umweltausschuss des Bundestages und müssten sagen, kommunizieren, was funktioniert denn bei uns in Deutschland oder in Europa nicht, bezogen jetzt auf das Thema Biodiversität, Biodiversitätsverlust, was müssten wir eigentlich primär anpacken, wo haben wir unsere Hauptprobleme, bezogen auf Deutschland und Europa. Fangen wir mit Clement mal an, wer will anfangen? Herr Jahn? Also, wenn wir jetzt auf die deutsche Ebene gehen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir ja als Deutsche dazu neigen, die ganze Welt zu retten. Wir müssen uns immer auch das Mengengerüst, das dahinter steht. Wir haben ungefähr 1% der Weltbevölkerung, verbrauchen 3% der Energie. Wenn wir also hier in Deutschland etwas lösen, dann haben wir für die Welt relativ wenig getan. Das heißt also, die Dinge dienen eigentlich mehr, unser Gewissen zu beruhigen und weniger jetzt der Welt. Das geht aber auch uns um uns. Ja, natürlich. Und ich muss auch sagen, ich bin da völlig bei Ihnen und ich habe auch das tiefe Bedürfnis, ein Mensch zu sein, der im Einklang mit der Natur lebt. Das will ich jetzt nicht zu negativ sehen, aber ich will das einfach mal im globalen Zusammenhang stellen. Und diese Dinge sind eben auf der globalen Ebene in einer anderen Dimension. Und jetzt komme ich zum Thema Wettbewerb der Volkswirtschaften. Den Titel der Veranstaltung finde ich gut, dass wir sagen, wir sind eine Industrienation und wir stehen im Wettbewerb mit anderen. Und die Frage ist eben, und damit, wie stellen wir uns dann im internationalen Wettbewerb auf, angesichts der Tatsache, dass wir hier in Deutschland eben zu sehr starken Regelungen neigen und auch noch dazu, diese Regelungen auch umzusetzen und andere regeln weniger und kümmern sich um die Umsetzung überhaupt nicht. Das heißt, es ist ein Wettbewerb international. Und da ist schon die Frage, wie stellen wir uns da auf? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich plädiere hier nicht für laissez-faire oder sonst was, aber wir müssen immer noch sehen, dass wir im internationalen Wettbewerb stehen und auch unsere Infrastruktur eben wettbewerbsfähig halten müssen. Und wir haben halt in den letzten Jahren viele Beispiele gehabt, wo es in Deutschland nicht mehr möglich war, Infrastrukturprojekte, die zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie notwendig sind, eben zu realisieren. Und jetzt kommen wir in diesen Zielkonflikt hinein. Also vorher war mir das ein bisschen zu harmonisch, wir waren uns alle einig, also es ist wunderbar, aber es sind doch ganz harte Konflikte. Ja. Und jetzt denke ich jetzt mal an unser Publikum, das sind Parlamentarier, die müssen entscheiden über Steuergelder. Und wie geben wir ihnen Handreichungen, wie sie denn entscheiden müssen? Nun, wir von der Industrie sagen natürlich dann immer, ja, wir sind im Wettbewerb, ihr müsst sehen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Aber wir müssen natürlich auch sehen, wie kriegen wir diese Balance hin? Und Herr Lossenkamp, ich fand es sehr schön, wie Sie diesen Zielkonflikt dargestellt haben, aber wir haben noch nicht herausgearbeitet, wie wir ihn lösen.
Vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass... Also vielleicht kann er uns ja gerade einen Hinweis geben, wie wir... Ja, aber die Frage ist, wie bewerte ich denn die einzelnen Dinge? Und wir haben ja auch schon die Frage aufgeworfen, sind denn diese ökonomischen Kennzahlen, die wir ja brauchen, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, sind sie denn das Alleinseligmachende? Als Wirtschaftsmann sage ich, nein, da gibt es noch was anderes, das dahinter steht. Also das sind doch noch Dinge, die noch ein bisschen, die total ungeklärt sind. Und wie gesagt, wir müssen halt im internationalen Wettbewerb auch darauf achten, dass wir uns nicht aus dem Wettbewerb herauskatapultieren und nicht mehr fähig sind, auch unsere Infrastruktur. Message well taken. Wie lösen wir den Zielkonflikt? Ja, ich finde eigentlich, dass Deutschland ja ein gutes Beispiel liefern kann. Ich meine, wir sind im internationalen Vergleich ein sehr dicht besiedeltes Land. Wir sind eines der erfolgreichsten Industrieländer der Welt und trotzdem gibt es, ich bin jetzt kein Experte, aber es gibt eine Reihe von sehr großen Biosphärenreservaten. Es gibt wahrscheinlich zu wenig Naturschutzflächen, aber auch doch einige, ich denke an das Grüne Band etc. Offensichtlich ist doch die Gesellschaft und auch im politischen Prozess bereit, gewisse Flächen, große Flächen, aus der Nutzung rauszuhalten oder weniger intensiv zu nutzen, was aus meiner Sicht doch alles in die Richtung geht. Und insofern, das ist ein bisschen parallel wie zur Umgestaltung des Energiesystems. Ja, Deutschland ist klein und kann jetzt nicht da die Welt retten, aber ein Signal zu setzen, wie es möglich ist, eine wettbewerbsfähige Industrie mit Naturschutzmaßnahmen zusammenzubringen, können wir, glaube ich, sehr wohl. Und an die Politik, das, wir wollen ja auch am Ende so ein bisschen hinkommen, also was sind wichtige Politik Botschaften. Aus meiner Sicht ist essentiell wichtig eine viel bessere Verknüpfung zwischen verschiedenen Politikbereichen. Sie können nicht Agrarpolitik machen, ohne auf die Folgen für Naturschutz, Umweltschutz, Energie etc. Sie können nicht Energiepolitik betreiben, ohne die Auswirkungen auf die anderen Bereiche zu haben. Und ein ganz konkretes Beispiel, was jetzt tatsächlich mit Emissionsverminderung zu tun hat, wenn ich das richtig verstehe, und es hat auch noch was mit Norddeutschland zu tun, da gibt es ja ausgedehnte Moor- und Feuchtgebietsgegenden, die wahrscheinlich landwirtschaftlich am besten gar nicht genutzt würden, weil sie eh nicht sehr ertragreich sind. Wenn man die wieder vernässen würde, könnte ein, ich glaube, ein überproportionaler Anteil der deutschen Emissionen von Methan eingespart werden. Und sehr, sehr wahrscheinlich wäre für Naturschutz und Biodiversität auch noch einiges getan. Also ein sehr schönes Politikfeld, wo man wirklich Synergien herstellen kann. Und selbst da wird es einen Zielkonflikt geben, denn die lokalen Landwirte werden nicht freiwillig einfach ich würde jetzt nur eine Zahl in den Raum stellen. Irgendwo habe ich jetzt aus dem Internet genommen, wir verbrauchen in der Bundesrepublik immer noch 70 Hektar pro Tag an Fläche. Und Zielgröße ist, bis 2020 wollen wir auf 30 runter. Das schafft man nie, oder? Und zwar genau aus diesem Grund des Zielkonfliktes. Oder würden Sie sagen, das ist erreichbar bis 2020? Wir waren mal irgendwo bei 130 Hektar pro Tag und jetzt sind wir irgendwo bei 70. Ist bestimmt irgendwie erreichbar, würde ich mich aber jetzt nicht aus dem Fenster legen. Ich bin jetzt auch überhaupt kein Deutschland-Experte, das war jetzt eher so ein bisschen punktuell. Herr Kechle? Ja, also ich würde jetzt gerne zwei Antworten darauf geben. Also eine kurz, also jetzt als Wissenschaftler, bitte. Ganz kurz. Ja. Also wir haben, was wir jetzt gerade beobachten, Sie haben es gerade gesagt, Flächenrückgang. Wir haben seit den letzten 25 Jahren 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche verloren in Deutschland. Das ist, wenn man das aufkumuliert. Der Witz ist, die Ackerfläche ist um 0,2% zurückgegangen. Das Dauergrünland um 15%, Obstanlagen und Sträubswiesen um 50%. Das heißt, der Flächenrückgang hat auch eine ganz andere Qualität, als wir das bewusst sind. So, was wichtig ist, man hat, glaube ich, mein Opa war Landwirt, mein Vater war es und ich glaube, bei Ihnen war es so ähnlich, wir haben das Glück, dann studieren zu dürfen. Ich begleite jetzt mein Leben lang diese Agrargeschichte. Ich glaube, und jetzt bin ich in einem Agrarforschungszentrum, wir haben ein bisschen die Landwirtschaft aus dem Blick verloren. Die spielt eigentlich ökonomisch keine Rolle. Wir haben 1% Wirtschaftskraft oder unser Bruttosozialprodukt, 1% der Leute sind beschäftigt. Über diese Debatte über Biodiversität, über Energiepolitik und, sind wir plötzlich wieder da. Und ich glaube, und das ist tatsächlich, und ich glaube es nicht, das kann man belegen, das große Drama spielt sich gerade in den Agrarlandschaften ab und in den Wäldern. Und wir haben 75% der rote Listearten in Deutschland sind an extensive Standorte, die auch genutzt sind, gebunden. 75% der rote Liste finden Sie in den Gebieten, die eben nicht Natur sind, sondern die genutzt werden. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr ran.
Und die Frage, wie kriege ich die Industrie dazu? Jetzt rede ich als Umweltengagierter. Wir müssen sie dazu zwingen, nachzudenken. Mein bestes Beispiel ist, solange im Klimaschutz oder in der Energieversorgung, solange wir noch Atomkraftwerke haben, haben wir die großen Energieversorger nicht dazu gekriegt, nachzudenken und uns zu helfen in dieser Transformation. Sobald man dieses Ding abgeschnitten hat, als sagenhaft, da fangen die an zu denken. Und dann machen die mit. Und dann sagen also, die... okay. Was ich faszinierend daran finde, wir brauchen natürlich international wettbewerbsfähige Lösungen und da brauchen wir auch Sie zum Mitdenken. Auf Lösung kommt man erst, wenn man das Gefühl hat, ich bin in einer Notsituation, jetzt muss ich mit Ideen, muss ich quasi Ressourcen ersetzen. Und wenn ich Sie, also jetzt nicht Sie speziell, wenn ich die Industrie nicht in so eine Situation bringe als Staat, über Ordnungsrecht und bestimmte Sachen einfach nicht zulasse, dann verzichte ich auf diese Innovationsspirale für mein Dafürhalten. Punkt. Also ich glaube, wir könnten noch viele Stunden darüber diskutieren und es wird ja jetzt auch gerade lebendig. Wir wollten ja jetzt nachher auch noch aus dem Publikum ein paar Fragen zulassen. Ich hätte ganz gerne, weil es ja auch ein parlamentarischer Abend ist, also wo wir die Politik ja auch adressieren, einfach jedem Diskussionsteilnehmer nochmal die Möglichkeit geben, weiß ich, 1, 2 Botschaften an die Politik richten. Also was soll man tun in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft? Kurz, knapp, sodass man es mitnehmen kann, nicht? Ich glaube, was wir in Deutschland und in Europa benötigen, ist eine ganz klare Priorisierung, welche Maßnahmen man in welcher Abfolge und wie durchführt. Wir haben, in Deutschland sind 80% aller Fließgewässer haben keinen guten ökologischen Zustand. Die sind, außer man nimmt irgendwie 100 Milliarden pro Jahr oder irgendwie auf den Tisch, um die völlig zu renaturieren, benötigen wir ganz klar wissenschaftliche abgesicherte Formen der Priorisierung. Okay, gut. Das ist aus deiner Sicht das Wichtigste. Das ist eines der Wichtigsten, nicht das Wichtigste, aber eines der wichtigsten Herausforderungen. Ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, diese Verknüpfung verschiedener Politikbereiche. Man kann durchspielen, sagen 10 oder 15% der Fläche sollen stärker unter Naturschutz stehen, aber die Abwägung mit den anderen Bereichen, Landwirtschaft, Energie, gibt es noch weitere, die muss viel stärker verzahnt sein, um diese, ja, auch wiederum Nutzungskonflikte zwischen diesen Sektoren erstmal sichtbar, also wahrzunehmen und dann natürlich auch konstruktiv zu bewältigen. Ich hätte einen Wunsch an die Wissenschaft und ich glaube, dass wir ganz gut aufgehoben sind hier bei der WGL. Mein Ding ist diese anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Wir müssen von Grundlagen hinkommen, dass wir klar in die Gesellschaft reinwirken. Und mein großer Wunsch an die Wissenschaftler, dass sich die Wissenschaftler nicht dahinter verstecken, dass sie noch nicht alles wissen, sondern dass die Wissenschaftler den Mut haben, sich in den politischen Prozess einzumischen. Ich habe einen Wunsch an die Politik, dass sie sich mehr als bisher überlegt, wohin das Geld des Steuerzahlers investiert wird. Und ein gut geführtes Unternehmen unterscheidet zwischen tragenden und nicht tragenden Investitionen. Die tragenden bringen das Geld wieder zurück, die nicht tragenden ist es fort. Und die Politik neigt dazu, auch sehr viel nicht tragende Sachen zu nehmen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, wenn Sie Leuten wie mir, also die Rentner sind, das Geld geben, ist das Geld fort. Während wenn Sie das Geld in die Jugend investieren, indem Sie optimale Schulen machen, wenn Sie Ausbildung fördern, dann kommt dieses Geld wieder zurück. Das Problem ist, es kommt nicht sofort zurück, sondern es dauert sehr, sehr lange und die Politik hat ein Problem mit dem Zeithorizont. Und deswegen kann sie auch unser Thema, das über Millionen geht, wie Sie sagen, eben nicht richtig fassen. Das ist das Problem. Trotzdem bin ich der Meinung, und das ist ein Appell an die Politik, in diese Dinge zu investieren. Der letzte Punkt ist, auch Forschung und Entwicklung ist eine wichtige Investition, eine tragende Investition. Und ich würde Sie herzlich darum bitten, investieren Sie weiter in Forschung und Entwicklung. Und der letzte Punkt, wenn Sie in Forschung und Entwicklung
investieren, denken Sie auch an die Grundlagenforschung. Nicht nur das, was wir wichtig finden als Industrie, was sehr kurzfristig ist, sondern investieren Sie in erkenntnisorientierte Grundlagenforschung, denn sie ist wichtig. Beispiele Biodiversität, das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema. Also das ist ein Appell und ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass Sie mehr in dieser Richtung denken und auch, wie gesagt, tragende Investitionen für die Volkswirtschaft langfristiger Art machen und nicht dieses kurzfristige Denken, das wir leider in der Industrie auch haben. Das wäre ein ganz anderes Thema, die Fähigkeit des Menschen langfristig zu planen, zu investieren, ist sehr beschränkt ausgeprägt. Ganz herzlichen Dank. Das ist eine breite Palette, die mir aber sehr gut gefällt, die tatsächlich auch alles so ein bisschen abdeckt. Und was ich schön finde, dass gerade aus der Wirtschaft das Plädoyer für die erkenntnisorientierte Grundlagenforschung kommt. Das finde ich gut. Weil ich jetzt heute Abend zu Gast bin, habe ich schon immer gemacht, muss ich sagen. Wir kennen uns ja auch, Herr. In jedem Papier und Herr Kleiner, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Eben. Also ganz wichtig. Eben, das gefällt unserem Präsidenten doch sehr, nicht? Jetzt lassen wir noch ein bisschen Fragen von Ihnen zu, wenn Sie noch wollen, oder wenn Sie natürlich schon furchtbar hungrig und durstig sind, können wir es auch beenden. Da gibt es eine Frage. Wie verträgt sich der Erhalt der Biodiversität mit der Praxis, alles Mögliche zu patentieren? Lebewesen zu patentieren, Saatgut zu patentieren, dadurch Abhängigkeiten zu schaffen, dass nur noch das patentierte Saatgut ausgesät wird. Wie verträgt sich das? Wie muss der Konflikt gelöst werden? Wo ist hier die Kompetenz auf dem Podium? Also ich glaube, Sie sprechen da schon ein spannendes Thema an, was eben sehr viel Grundlagenthemen nochmal beinhaltet. Wem gehört eigentlich die Natur? Nicht? Der sie in der Hand hat? Oder ist es Natur immer letztlich ein Erbe der Menschheit und gehört allen? Ich sehe aber hier bei uns im Podium jetzt niemand, der die Frage beantworten kann, außer, Herr Lotzekamp. Ja, ich kann es nicht beantworten, aber ich sehe noch nicht so richtig, warum jetzt durch diesen Zusammenhang die Biodiversität jetzt in großem Maßstab bedroht wäre. Also nein, ich meine, ich habe ihn schon so verstanden, es geht natürlich darum, also ich will Biodiversität erhalten, auf der anderen Seite betreibe ich natürlich eine sehr sophisticated Züchtungsforschung und versuche auch Tiere zu patentieren oder also letztlich genetisches Material zu patentieren, nicht? Das nachher auch wieder nur wirtschaftlich in einem bestimmten Sektor verwendet werden kann. Nicht? Also greift schon, denke ich, hinein in diese Frage, welche Bedeutung hat Biodiversität für uns Menschen insgesamt und wem gehört die Natur? Aber würde ich für Herr Kleiner? Darf ich eine Antwort der fragen? Der Präsident darf immer alles. Ich glaube, in dem Moment, wo wir bereit sind, nicht 3 Euro, sondern 6 Euro für ein Brot, was dann beim handwerklich orientierten Bäcker gebacken ist und nicht im Filialgeschäft, wo wir bereit sind, das zu bezahlen, da bekommt die Frage, die Sie aufgeworfen haben, nochmal einen anderen Dreh. Ich glaube, dass es viel an uns als Verbraucher liegt, ob wir diese Vielfalt wollen und dementsprechend auch wertschätzen und bezahlen oder nicht. Ich habe jetzt in Chrismon gelesen, einer Wochenzeitschrift, die man immer so in der FAZ und Süddeutschland, welchen radikalen Rückgang im Bäckerhandwerk wir zu sehen haben, zum Beispiel an diesem Punkt. Ich glaube, das ist das Verhalten der Verbraucher, das hier ganz wesentlich ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also der Souverän sind an der Stelle schon wir Verbraucher. Letztlich bestimmen wir natürlich schon auch, was geht und was nicht geht. Sonst noch eine Frage? Ich habe in der Diskussion ein bisschen vermisst, dass wir über Raten sprechen. Über Raten. Über Veränderungen über die Zeit. Mhm. Vorhin kam das auch ein bisschen plakativ mit den Komponisten. Welche Arten gehen verloren? Ist das ein Flussdelfin aus dem Yangtze, wo es noch 0 Exemplare gibt? Oder 20 sibirische Tiger? Das sind einfach Zahlen von Populationsgrößen.
Wie schnell verändern sie sich? In der Ökonomie sind wir eigentlich daran gewohnt. Wir reden täglich von Wachstumsraten, von Inflationsraten und so weiter. Das ist also etwas, was durchaus sehr gut kommunizierbar ist. Bei der Biodiversität überhaupt nicht. Worum es geht, ist hier die Rate des Biodiversitätsverlusts, des Artenverlusts, Verlust von Lebensräumen. Es geht nicht um die eine oder die andere Art. Und darüber gibt es vielleicht nochmal eine Stellungnahme. Herr Jan? Darf ich Ihnen aus den Zahlen des Chemieverbandes mal vorlesen, was wir an Raten haben? Also zwei Drittel der Ökosysteme wurden in den letzten 50 Jahren degraded, also beschädigt. Wir haben in den letzten 100 Jahren die Extinction Rate, also die Austilgungsrate von Spezies, ist tausendmal höher als in historischen Zeiten. 12% der Vögel und 23% der Säugetiere und 32% der Amphibien sind gefährdet. Das sind schon dramatische Zahlen, würde ich sagen. Wenn das Ich meine, es wurde ja gerade der Living Planet Report neu publiziert. Und wenn man sich die Zahlen hernimmt, über den Rückgang der Populationen, es geht nicht um die einzelnen Arten einfach, die sind dramatisch. Und ich glaube, das muss einem bewusst sein, wenn wir nicht agieren, dann haben wir, dann riskieren wir, ohne die genauen Zahlen zu wissen jetzt, aber dass wir vielleicht bis Ende des Jahrhunderts einen substanziellen Teil dieser Diversität einfach unwiederbringlich verlieren. Und das kann man nicht ökonomisieren, dann diesen Verlust. Weil vieler dieser Verlust ist ja auch nicht einmal dieser Diversität nicht einmal bekannt noch, die wir verlieren. Wie kann man das ökonomisieren, was uns noch nicht, das wir nicht einmal noch kennen auch? Mhm. Und zu dieser Patentierungsgeschichte, ich glaube, das große Problem, was davor auf uns zukommt, auf der einen Seite sind es natürlich genetisch modifizierte Organismen, aber das Zweite wird sein, in den nächsten Jahrzehnten werden wir eine Revolution in der synthetischen Biologie erleben und dann wird es synthetische Organismen geben. Und wie gehen wir damit um? Ich glaube, bei den bestehenden Organismen, da gibt es Konsens, dass das ein Gemeingut ist. So wie wir über die volkswirtschaftlichen Aspekte und nicht die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Biodiversität gesprochen haben. Aber dieses Problem der synthetischen Biologie und der synthetischen Organismen, die wir in den nächsten 20, 30 Jahren wahrscheinlich kreieren können, das wird ein ethisches, das wird ein ökonomisches, das wird eine richtige Herausforderung darstellen. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Wir wollen Sie dann jetzt auch nicht länger von dem Empfang abhalten, auf den Herr Kleiner schon hingewiesen hat. Die Choreografie sieht vor, dass ich jetzt ein kleines Resümee mache und nachher Herr Kleiner das Leibniz-Renommee macht. Ich denke, in den Schlussstatements sind die wesentlichen Dinge eigentlich schon gesagt worden. Es ist ein großer Bedarf da in der Wissenschaft selbst und ich würde beides aufgreifen wollen, sowohl was Herr Jahn wie was Herr Kechele gesagt hat. Auf der einen Seite brauchen wir wirklich die rein erkenntnisgetriebene, neugiergetriebene Grundlagenforschung und auf der anderen Seite eine schon sehr stark an der prospektiven Anwendung orientierte Grundlagenforschung. Also ich will sagen, die reinen Taxonomen, die also nur Arten bestimmen, sollten sich durchaus auch überlegen, wie man zum Beispiel mit diesen Arten Indikatoren entwickeln kann, die etwas über Qualität von Ökosystemen aussagen oder solche Dinge. Also ich glaube auch, was als Fazit schon auch aus der Diskussion herausgekommen ist, wir sehen das als ein sehr dramatisches Problem an, was sicher gleichgewichtig ist, mindestens gleichgewichtig ist mit dem Klimawandel, was sich aber schwerer verkauft im Moment, weil es weniger fassbar ist, also auch weniger direkt sichtbar ist und weil wir es auch keine vernünftige Währung haben, in der wir eigentlich dokumentieren können. CO2 können Sie Kurven zeigen. Wir sind jetzt von 280 ppm auf 400 ppm hoch. Und hier arbeiten wir mit solchen Zahlen, wie Herr Jahn sie gerade genannt hat. Aussterberate ist tausendmal höher. Das ist einfach abstrakter. Ich sehe das nicht so deutlich. Also da haben wir sicher auch ein großes Problem, das zu kommunizieren. Ich würde gern noch einen Punkt aufgreifen von Herrn Lotzenkampen als Fazit.
das für mich auch tragend ist durch die ganze Diskussion, das Thema Verknüpfung. Also eigentlich haben wir ein Systemproblem. Wir haben eben nicht ein Klimaproblem und wir haben nicht ein Biodiversitätsproblem, sondern eigentlich haben wir ein Anthropozänproblem. Nicht? Also wir leben über unsere Verhältnisse und die Dinge sind eigentlich verknüpft. Und Herr Lotzenkamp hat, denke ich, zu Recht dafür plädiert, sowohl in der Politik wie in der Wissenschaft stärker diese Verknüpfungen tatsächlich auch herzustellen. Man darf also nicht an sektoralen Lösungen arbeiten, weiß ich, ich kümmere mich jetzt nur um die Renaturierung der Flüsse oder ich kümmere mich nur um Moore oder so, sondern ich muss letztlich das System betrachten. Ich glaube, da ist schon eine große Herausforderung, sowohl für die Politik, die ja immer mit unsicherem Wissen arbeiten muss, wie auch für die Wissenschaft, die versuchen muss, mit solchen komplexen Systemen umzugehen. Und der letzte Punkt vielleicht, was mir sehr gut gefallen hat zum Schluss auch von Herrn Jahn, nicht dieser Hinweis, wir müssen schauen bei unseren Investitionen, dass es sich um tragende Investitionen handelt, wobei eben das Problem ist, nicht nur in 2-Jahres-Schritten oder in 4-Jahres-Schritten zu denken, sondern die Perspektive letztlich mehrere Generationen. Das ist ja eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, nicht? Das ist über die Generationen hinweg. Also tragende Investitionen zu tätigen, die über die Generationen hinweg tragend sind, also nicht nur kurzfristig tragend sind. Und ich denke, das ist der nächste Zielkonflikt. Neben dem ganz vordergründigen, der sich heute abspielt, ist es letztlich auch der Zielkonflikt, was passiert heute und was muten wir eigentlich unseren Kindern, Enkelkindern und Enkelenkelkindern zu. Ich denke, es war uns allen klar, dass wir dieses Thema in einer Podiumsdiskussion nicht erschöpfend behandeln können. Ich denke, wir haben aber viele spannende Facetten gehört und ich fand, es war auch sehr schön zu sehen, dass eben doch jeder aus einer anderen Perspektive an das Thema drangeht, aber dass es da eine sehr große Ernsthaftigkeit gibt dahinter auf allen Ebenen und dass es große Lücken gibt, wo, denke ich, und das wird Herr Kleiner vielleicht jetzt auch nochmal betonen, gerade die Leibniz-Gemeinschaft mit ihrer Vielfalt an Einrichtungen, die von den Ingenieuren, Naturwissenschaften bis in die Wirtschafts-, Sozial-, Gesellschaftswissenschaften hineingehen, eigentlich besonders prädestiniert ist, diese Verknüpfung, die wir jetzt zum Schluss angesprochen haben, tatsächlich auch zu realisieren. Damit danke ich Ihnen fürs Kommen und fürs Zuhören und übergebe an unseren Präsidenten. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Moosbrugger, meine Herren, für diese hochinteressante, spannende und auch vergnügliche, muss ich sagen, zwischendurch ging es mir jedenfalls so, Diskussion, die ja wirklich gezeigt hat, welches große, übergreifende und überspannende Thema die Biodiversität und deren Bedrohung ist, sozusagen von uns als Verbrauchern, die Frage der Vielfalt beim Getreide, sozusagen Brotbacken, die Frage regional, ich komme aus dem Ruhrgebiet und sehe, was man auch machen kann, wenn eine Industrieregion sich verändert, die Renaturierung der Emscher, eines der größten Infrastrukturprojekte, die aber wirklich auch Wirkung zeigt, bis hin zu den weltweiten Zusammenhängen und auch die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Ganz herzlichen Dank und meine Damen und Herren, Sie haben hier gesehen, wie 4 Leibniz-Institute, nämlich das Leibniz-SGN, Senckenberg, das Leibniz-PIC, das Leibniz-SALF und das Leibniz-IGB, was für eine große Spannbreite an Wissenschaft allein 4 Leibniz-Institute abdecken. Sie haben gesehen, welcher Diskurs zustande kommt, wenn nur 4 Wissenschaftler aus Leibniz-Instituten und lieber Herr Kechel, ich zähle Sie jetzt mal als Wissenschaftler, ich glaube, Sie würden mir da auch nicht widersprechen, auch nicht widersprechen dürfen. Wenn also nur 4 zusammenkommen, welchen Diskurs, welche Debatte, aber auch welche Kooperation Sie sehen. Und dafür, meine Damen und Herren, steht die Leibniz-Gemeinschaft, kooperative Wissenschaft, die Wissenschaft im Netzwerk, die Kombination aus hervorragender Grundlagenforschung mit Anwendungsperspektive, mit Anwendungsinspiration, mit der Wechselwirkung, mit Anwendungsforschung. Sie steht dafür, große Themen im Verbund
ganz flexibel und dynamisch und agil aufzugreifen. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass es neben dem Forschungsverbund Biodiversität noch eine ganze Reihe anderer gibt, die in dieser intensiven und dynamischen Weise solche großen Themen angehen. Schließlich möchte ich Sie noch darauf hinweisen, auf das Leibniz Journal, der Wert der Vielfalt, diesmal der Querschnitt, und ich hoffe, Sie werden hiermit nach unserem Empfang, vielleicht nachher in der U-Bahn, in Ihr Nachhause noch ein bisschen Leibniz nachklingen lassen können. Insgesamt bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, wünsche Ihnen noch einen interessanten und vergnüglichen Empfang und wünsche mir sehr von Ihnen, dass Sie Leibniz gewogen bleiben. Dankeschön.